Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games um Check Hardware. Heute präsentiere ich euch die neue Logitech G203 aus der Prodigy-Serie. Die Prodigy-Serie, die wurde letztes Jahr im Sommer quasi so gegründet von Logitech, soll in erster Linie für preisbewusste Gelegenheitszocker interessant sein. Da gibt es auch schon verschiedene Produkte, zum Beispiel eine Tastatur, zwei Mäuse, ein Headset. Und jetzt hat man eben dieses Sortiment erweitert um die G203. Und jeder von euch, der schon ein bisschen öfter bei uns auf der Seite unterwegs war und aufmerksam die ganzen Mäusetests bei uns liest, der wird sich sofort denken, Moment mal, die Maus habe ich doch schon mal gesehen und tatsächlich, die sieht genauso aus wie die Logitech Pro Maus. Wo ist also der Unterschied? Warum kostet die Pro Maus fast doppelt so viel? Genau das werde ich euch jetzt in den nächsten paar Minuten erzählen. Fangen wir wie immer beim äußeren Erscheinungsbild bei der Verarbeitungsqualität an. Nun, zunächst einmal, ja, das Gehäuse, das ist wirklich 1:1 dasselbe wie von der Pro Maus. Die unterscheiden sich überhaupt nicht, also G203 und Pro Maus komplett ident. Beide Mäuse sind aus Kunststoff gefertigt, haben so eine leicht aufgeraute Oberfläche, damit man ein bisschen einen besseren Grip beim Zocken hat. Und gleichzeitig ist diese Oberfläche auch gegen Kratzer und gegen Fingertapser immun, ja, Anführungsstrichlein, also nicht so anfällig dafür. Ich fasse auch nochmal kurz die Maße zusammen. Auch die sind, wie gesagt, 1:1 gleich bei beiden Mäusen. Wir haben eine Breite von 62 mm, eine Höhe von 38 mm und eine Tiefe von 117 mm. Also die Maus eignet sich sehr gut für Leute mit kleinen und mittelgroßen Händen. Lediglich Leute mit sehr großen Händen könnten vielleicht ein Problem haben. Hier mal zum Vergleich. Also ich würde mal behaupten, eher kleinere Hände. Und ich kann mit der G203 wirklich wunderbar umgehen. Ein weiterer Pluspunkt für die Maus ist das extrem niedrige Gewicht. Wir haben hier nämlich gerade mal 85 Gramm. Eine Gewichtsanpassung gibt es nicht, aber das ist auch so gewollt. Schon auch bei der Pro-Maus war es so, dass man eine wirklich leichte Maus konzipieren wollte, weil man kennt das, wenn man sehr viel zockt und ja, diese typische Bewegung, wenn man hier diesen hier macht, das kann auf Dauer ordentlich ins Handgelenk gehen, weil man eine sehr schwere Maus hat und deswegen hat ihm Logitech gesagt, wir wollen eine leichte Maus konzipieren, die jetzt auch nicht nur von Männern verwendet werden kann, sondern auch zum Beispiel von Frauen oder von jüngeren Spielern. Also aus meiner Sicht auch sehr gut. An der Verarbeitungsqualität hat sich nach wie vor nichts geändert. Das Gehäuse ist wirklich super stabil verarbeitet. Die Spaltmaße sind gleichmäßig. Es gibt da überhaupt nichts zu meckern. Aber es gibt schon mal einen ersten kleinen Unterschied zur Pro-Maus, denn das Mauskabel der G203, das ist nicht Textilummantelt, so wie bei der Pro-Maus, sondern ist in diesem Fall einfach gummiert. Das ist aus meiner Sicht überhaupt kein Kritikpunkt. Es gibt sogar sehr viele Leute, die die gummierten Mauskabel sogar lieber haben. Andere wiederum bevorzugen die Textilummantelten. Aus meiner Sicht ist es eigentlich völlig egal. Es sind beide Kabel sehr hochwertig. Ja, man muss auch keine Angst haben hier bei der gummierten Variante, dass irgendwie schnell was kaputt wird. Die Länge des Mauskabels ist ebenfalls ident. Bei beiden Mäusen beträgt die Länge 2 Meter und der Anschluss ist auch gleich, nämlich USB 2.0. Also hier gibt es keine Unterschiede. Auch an der Anzahl der Tasten hat sich nichts geändert. Wir haben zwei Haupttasten, also linke und rechte Maustaste, ein Zwei-Wege-Maus, das ja eine sehr knackige, schöne Rasterung hat. Dann haben wir unter Mausrad auch eine weitere Taste, um die Auflösung zu ändern, also eine DPI-Taste. Und dann haben wir noch an der linken Seite zwei relativ schmale Daumentasten, die aber trotzdem gut erreichbar sind. Mehr gibt es nicht. Sämtliche Tasten sind natürlich in der Software programmierbar. So, ich drehe mal kurz die Maus um, damit man die auch von unten sieht. Auch hier eigentlich keine großen Unterschiede. Wir haben nach wie vor vier kleine Teflon-Gleiter, die für eine hohe Gleitfähigkeit sorgen, die auch laut Hersteller mindestens 250 Kilometer schaffen. Erst dann gibt es Abnutzungserscheinungen. Beweisen können wir das nicht, weil tatsächlich haben wir die Maus noch nicht so lange im Test, dass wir das sagen können, aber auf jeden Fall machen die Gleiter einen guten Eindruck. Aber die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, warum kostet die G203 fast nur die Hälfte von der Pro-Maus? Wo sind die Unterschiede? Nun, die Unterschiede fangen zunächst einmal an bei den beiden Haupttasten, also bei der linken und bei der rechten Maustaste. Unter denen befinden sich nach wie vor Omron-Switches, also sehr hochwertige Schalter. Im Fall der Pro-Maus sind diese aber
getestet bis 20 Millionen Klicks, also mindestens 20 Millionen Klicks halten die aus. Bei der G203 sind es nur unter Anführungsstrichen 10 Millionen Klicks. Das hört sich natürlich jetzt auf den ersten Moment ein bisschen an, oh mein Gott, ja, die haltet nur halb so lang, aber man muss sich mal vor Augen halten, 10 Millionen Mal jeweils die Maustaste klicken, also die linke und die rechte. Und Leute, ich sage es einfach mal offen und ehrlich, ich arbeite und zocke auch sehr viel, aber da brauche ich wirklich einige Jährchen, bis ich diese 10 Millionen Klicks erreiche. Also auf gut Deutsch, wahrscheinlich bis die Maustasten hinüber sind oder die Schalter hinüber sind, wird es die Maus wahrscheinlich gar nicht mehr im Handel geben oder es gibt schon wieder 10.000 neue Versionen. Also von daher ist das auch aus meiner Sicht kein Nachteil. Beide Maustasten haben auch diese Metallfederspannung, das heißt, das merkt man sehr gut, wenn man klickt. Die haben ein sehr gutes Feedback. Ja, und man kann auch sehr schnell klicken. Das ist auch ein großer Vorteil von dieser Federtechnik, die da Logitech verbaut hat. Das ist bei beiden Mäusen auch ident. Also auch hier gibt es keine Unterschiede. Also wirklich jetzt derzeit nur von der quasi Langlebigkeit. Aber jetzt kommen wir wirklich zum ersten, ja, ich sage jetzt mal, den man auch vielleicht merkt, den ersten Unterschied. Und das ist die verbaute Sensoreinheit. Bei der Pro-Maus, da kommt ein BMW 3366 Sensor zum Einsatz, also ein optischer Sensor mit einer maximalen Auflösung von 12.000 dB. Lässt sich in der Software von 200 bis 12.000 dB einstellen. Der Sensor hat eine maximale Beschleunigung von 40 G und eine maximale Geschwindigkeit von 300 IPS. So. Bei der G203 kommt kein Pixar-Sensor zum Einsatz, sondern ein bisher unbekannter Sensor, nämlich der sogenannte Mercury-Sensor. Angeblich wird dieser Sensor direkt bei Logitech gefertigt. Wir können jetzt nicht beweisen, dass es nicht der Fall ist. Also natürlich könnte es theoretisch ein umgebrandeter Sensor von einer anderen Firma sein. Wir wissen es aber leider nicht. Also deswegen kann ich da jetzt auch nichts bestätigen. Offiziell ist es halt eben der Mercury-Sensor, der bei Logitech im Haus gefertigt wird. Und diese Sensoreinheit schafft nur, und das bitte unter Anführungsstrichlein, eine Auflösung von 6000 dB. Also auch hier wieder einstellbar von 200 bis 6000 dB. Wir haben eine Beschleunigung, eine maximale von 25 G und eine maximale Geschwindigkeit von 200 IPS. Ganz ehrlich, liebe Leute, ich kenne wirklich fast niemanden in meinem Freunden, Bekanntenkreis, der wirklich mit einer Auflösung von über 4000 dB zockt. Natürlich, jetzt kommt wieder das Argument, ja, was ist, ich habe hier vier 4K-Monitore zusammengeschlossen. Natürlich, da macht eine hohe Auflösung Sinn, aber selbst da würde ich einfach mal ganz böse behaupten, sind auch 6000 dB mehr als ausreichend. Es ist immer schön, wenn man auf dem Papier so hohe DPI-Zahlen liest, aber das sagt überhaupt nichts über die Qualität bzw. über die Präzision des Sensors aus. Ja, also nur weil ich 12.000 dB ist, heißt das nicht, dass die Maus besser oder doppelt so präzise ist wie die G203. Überhaupt nicht. Also das könnt ihr sofort mal vergessen. Wir haben beide Mäuse getestet. Ich bin ein großer Fan der Pro-Maus. Habe jetzt eben seit knapp 2 Wochen die G203 hier. Habe beide Mäuse mal direkt miteinander verglichen. In ein paar Partien Overwatch, Battlefield 1, also ich bin leidenschaftlicher Shooter-Zocker, daher in erster Linie kann ich euch erzählen, wie die Maus sich bei Shooter schlägt und ich habe keinen Unterschied gemerkt. Beide Sensoren sind super präzise, fühlen sich sehr angenehm an. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass wir hier keine Geschichten am Start haben wie eine automatische Mausklettung. Also diese Mauszeigerklettung, die ist bei beiden Sensoren nicht vorhanden, heißt auch Angle Snapping in Englischen. Diese Funktion gibt es da eben nicht. Ja, auch die Lift-Off Distance ist bei beiden Sensoren fast ident, also auch hier habe ich keinen großen Unterschied gemerkt. Auch in der Software wird man keine großen Unterschiede merken. Ich kann alle Tasten eben frei konfigurieren, kann Makros erstellen. Auch die G203 hat eine RGB-Beleuchtung, Logo und hier der Rand sind beleuchtet. Ich kann auch in der Software Farben bzw. Beleuchtungsmodi einstellen, also alles wie bei der Pro-Maus. Tja, und jetzt ist natürlich die große Frage, was kosten die beiden Mäuse? Also was kostet vor allem die G203? Wie schaut es aus mit der Verfügbarkeit? Und ein kurzes Fazit. Also die G203 ist ab sofort im Handel erhältlich. Und jetzt kommt es nämlich. Die G203 kostet gerade einmal so zwischen 35 und 40 Euro. Und die Pro-Maus kostet fast doppelt so viel. Nämlich 75 so bis 80 Euro. Das heißt, ich bekomme hier
fast die gleiche Qualität, aber zum halben Preis. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, ich mag die Pro-Maus. Es ist mitunter eine der besten Mäuse, die ich seit langer, langer Zeit von Logitech testen durfte. Also ich war mit vielen Mäusen von Logitech nicht so zufrieden. Ja, auch die Tastaturen, da habe ich auch immer so meine Kritikpunkte gefunden. Ich bin ein riesengroßer Fan von den Zoe-Mäusen, gebe ich auch ehrlich zu. Aber bei der Pro-Maus habe ich das erste Mal gesagt, yo, das ist eine richtig geile Maus. Nicht zu viele Tasten, nicht zu viele Schnörkel, sondern einfach eine schöne, leichte, angenehme, präzise Maus. Und ich war sofort begeistert. Aber der Preis war natürlich recht happig. Mit damals zum Launch waren das, glaube ich, hat man auch schon so 90 Euro verlangt. Jetzt kostet sie 80 Euro, also ihr seht, die Preise sinken. Und wer jetzt einfach nicht so viel Kohle hat, dem kann ich die G203 wärmstens empfehlen, weil es ist fast dieselbe Technik. Ja? Also ganz ehrlich, 12.000 dB, 6.000 dB, ist es völlig egal. Ihr habt bei beiden Mäusen einen super präzisen Sensor, ihr habt ein hochwertig verarbeitetes Gehäuse, coole Hauptmaustasten, die sich super klicken lassen, ja, sehr schnell sich klicken lassen, also man kriegt auch eine hohe Geschwindigkeit drauf, die Tasten sind alle gut erreichbar, auch für Leute mit kleineren Händen super angenehm, wir haben ein gut gummiertes Mausrad mit einer ordentlichen Rasterung, das Mauskabel ist ausreichend lang, wir haben eine hohe Gleitfähigkeit, also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr nicht unbedingt 12.000 dB braucht und euch alles auch egal ist, ob die Maustasten jetzt 10 oder 20 Millionen Klicks aushalten, dann ist die G203 aus meiner Sicht die definitiv bessere Wahl. Ja, also ihr bekommt hier wirklich für knapp 40 Euro eine sensationell gute Gaming-Maus. Ich bin absolut begeistert von ihr, auch wenn natürlich so ein paar Features fehlen. Ich kann die Ergonomie nicht anpassen, ich habe keine Gewichtsanpassung, aber hey Leute, ich sag's euch jetzt mal ganz offen und ehrlich, ist mir alles egal. Eine Maus muss von Haus aus ein gutes Gewicht haben, eine gute Ergonomie und hey, das habe ich hier. Ja, schön neutral, einziger Nachteil ist wirklich, dass Leute, also Linkshänder, mit der Maus leider nichts anfangen, weil eben nur auf der linken Seite sind, Daumentasten nicht auf der rechten Seite, aber das ist auch schon wirklich das Einzige, was ich jetzt großartig bemängeln kann. Ansonsten von mir zwei Daumen, also wirklich hier zwei Daumen nach oben für die G203 von Logitech, tolle Maus zu einem tollen Preis. So, und da kommen wir jetzt auch schon zum Ende des Videos. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, einfach rein damit. Ich entschuldige mich auch schon, wenn es ein bisschen dunkler geworden ist, das Video. Ist halt echt immer so schwer, weil dieses matt-schwarze richtig in Szene zu setzen, ja, muss ich nochmal ein paar Lampen installieren. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen, Kritiken habt, einfach rein damit in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und gerne abonniert auch unseren YouTube-Channel. Das war's von mir, das war's von der Logitech G203 und ja, ihr hört es richtig, ich sage Logitech ab sofort. Es haben sich viele Leute darüber beschwert, dass ich quasi das Englische ausspreche, nämlich mit Logitech. Es wird aber im Englischen, also korrekterweise, es wird Logitech ausgesprochen, es ist so. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viele Deutschsprachige damit ein Problem haben. Deswegen sage ich auch jetzt ab sofort Logitech, damit keiner mehr sich beschweren muss bei meinen Videos. Und das war's aber jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.